Herzlich willkommen hier aus Nagold von den Nagoldtal Open 2014. Hier aus dem schönen Billecafé KÖ 22 in der Leonardstraße 23. Wir kommen hier nun zum Halbfinale. Halbfinale der letzten 32, beziehungsweise jene, die sich qualifiziert haben für diese Finalrunde. Halbfinale hier am Tisch 1 haben wir zum einen hier den Christoph Reintjes gegen den, jetzt muss ich noch kurz auf meinen Channel, Mario Andrijevic. Der Mario Andrijevic kommt aus Kroatien. So, gespielt wird 9 Ball, Wechselbreak auf 9 Gewinnspiele. Schiedsrichter am Tisch der Partie. Muss ich leider noch nachreichen, den Namen habe ich ja nicht vorliegen. Ja, Mario Andrijevic hat sich hier ins Halbfinale über den Ralf Leven gespielt. Ralf Leven hatte eigentlich einen guten Beginn bei dieser Partie und hat auch geführt mit 5-1, aber hat es dann doch noch verloren. Bei Christoph Reintjes
Liegt nicht ganz optimal, die Weise. Oh, und lässt sie aus. Für den Christoph Rangers gegen den Mario Andrijevic aus Kroatien.
Ja, war ein schöner Versuch, ja. Über die Bande. Der war knapp. Viel gefehlt hat er da nicht. Jetzt viel Winkel. Das heißt, die Weiße wird schneller. So, jetzt die Frage. Versucht das jetzt zu halten? Geht das bei den Banden oder lässt das sie pendeln? Ja, jetzt liegt sie besser. Ja, aber da war die Position auf die 2, die war zu kurz. Da lief ihm die Weise etwas zu kurz. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, wenn Christoph Freunde sitzt. Ist schneller. Aber sicher drin. Ja, 2:0 für den Christoph Reinders. Ja, der Mario Andrićević hatte seine Chance hier auszugleichen und hat die dann leider vergeben. Ja, eine Besonderheit hier in Nagold, der Schiedsrichter am Tisch. Das ist jetzt nicht nur hier in den oder bei den Finalen. Nein, das war die ganze Zeit über, also über den ganzen Verlauf dieses Turniers, war jeweils immer ein Schiedsrichter am Tisch jeder Partie. Gefallen. Zwo liegt hier bei der 7. Unten links.
Die war zu dünn. Hätte man jetzt eigentlich so nicht erwartet von dem Christoph. Die ist nicht optimal. Ja, ist soweit. Ja, da wollte er eigentlich nur eine Sicherheit spielen. Die ist ihm gelungen. Oh, sehr schön. Das Foul vermieden und aber wird nicht belaubt mit dem Resave. Aber zumindest mal keinen Ball in Hand. Jedoch hat der André oder Mario Andrijevic hier seinen Einstiegsball. Hat Anstiegsball und eine Fortsetzung da auch. Ja. 3 in die Ecktasche unten links, die 4 in die Mitteltasche, 5 in die gleiche Ecktasche wie die 3. Wobei das jetzt fast ein bisschen kurz war. Nein, so viel Winkel jetzt. Ja, da wäre besser gewesen, die Weise noch ein Stückchen weiter zurückzuziehen. So, womit muss er jetzt überlegen, den langen Weg zu gehen mit der Weise über die kurze Bande hier rechts. Da ist in der Ecktasche. Oh, da wäre die fast noch hier in die Mitteltasche gefallen. Naja. Schön hoch auf die 5. Ja, und dann muss er jetzt auch wieder auf die andere Seite. Wenn er einen Rückläufer spielen, weiter oben die grüne Kugel, die 6. Nicht ganz optimal gelaufen. Der Kontakt mit der 7, der war ungünstig. Oh. Aber schön, das Tempo kontrolliert in der Weisen. Tja, der Unterschied zwischen Christoph Reinders und Mario Andrijevic bisher eigentlich
Die Konsequenz, der Christoph Reinders nutzt halt seine Chancen etwas konsequenter wie der Mario. Ja, da geht der Mario mal an die Theke. Die Spieler hier viel brauchen, ist Wasser. Es ist doch etwas warm hier. Was? Wie? Wo? Was? Jetzt habe ich was nicht mitbekommen. Ja, leider haben wir jetzt eine kleine Verzögerung hier drin. Hier gibt es eine Irritation mit dem Mario Andrijevic. Er hat jetzt gerade den Tisch verlassen, in der Annahme eigentlich, dass er sich etwas zu trinken bestellt. Dabei ist der Mario aber ins Raucherzimmer, hat sich eine Zigarette angezündet. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade üblich hier im Turnierverlauf. So eine Raucherpause, das gibt es nämlich ja eigentlich gar nicht. Ja, also es ist wohl erlaubt, hier mal auf die Toilette zu gehen, klar, man kann sich auch mal was zu trinken bestellen, das ist schon richtig, aber sich zurückziehen für eine Zigarettenpause ist dann, naja. Okay, mal, der Schiedsrichter hat ihn auch ermahnt, wieder zurückzukommen hier. Ja. Und dem hat er auch Folge geleistet. Ah, gebreakt, aber gefallen ist was, aber belohnt wurde er nicht. Die 1 blockiert von der 3. Bevor der Maskabel runterreißt, da habe ich jetzt schon ein paar Mal drauf gekommen. Hoppala. Bin ich ja noch auf Sendung. Ich muss mal kurz das Kabel etwas höher nehmen. Sieht man oberhalb vom Feuerlöscher, sieht man es nicht mehr. Da hängt dann das Kamerakabel ein bisschen runter. Und da musste ich jetzt mal geschwind das ein bisschen höher legen. Da der gute Mario das eine oder andere Mal mit seinem Köh hängen geblieben ist und wir wollen ja nicht, dass die Kamera ausfällt. Gut, das Foul wurde vermieden. Dunkel, wie das mal abschätzen hier. Ja.
Da benötigt der Christoph Reintjes hier seinen Jumpkör. Ich muss mich entschuldigen, falls ich etwas müde klinge, aber ich bin wirklich etwas müde, schlecht geschlafen und den ganzen Tag hier schon am Arbeiten, auch am Kommentieren, am Umsetzen von Interviews mit dem Billard-Magazin Touch. Fordert irgendwo auch so sein Tribut und da hat er ein bisschen Glück, Christoph Reintjes. Hat er etwas Glück? Wobei, weit wird er mit dem Glück nicht kommen, denke ich mal. Die 2, klar, spielbar, aber die 3 blockiert durch die 7. Ist halt die Frage, ob er die Weiße... Ne. Da spielt er gleich mal in der Sicherheit, weil das hat er gewusst. Ja. Ja, und da das Problem gelöst. Und die 2 auch noch spielbar gemacht. Jetzt, klar, hat er gestern Freundes die Möglichkeit, hier ein Spiel zu finden. Wobei natürlich die Aufgabe, hier auf die 3 zu stellen. Ja. Die ist schon schwierig, ja. Vorstellbar, hier über die kurze Bande, lange Bande, links. Kiss Shot oder 9 Kombi. Ich denke, da geht wirklich die Kombi an, ja. Wäre natürlich auch die bessere Lösung hier. Ah ja, und schön. Schön, klar, natürlich. Da spart er sich diese Mega-Aufgabe, hier eine Stellung auf die 3 zu bekommen. Ne? Ja, und zieht hier weiter davon. Neuer Spielstand. 14:0 für den Christoph Reintjes gegen den Mario Andrijević. So, Uhrzeit. Wollen wir kurz auf die Uhr gucken, wie spät es mittlerweile ist. Jetzt ist es 8 Uhr. Also 20 Uhr am Abend. Das heißt zumindest mal, dass es für mich sehr spät wird oder früh, bis ich dann ins Bett komme. So, Christoph Reintjes bei eigenem Break. Jetzt die Möglichkeit, seinen Vorsprung noch weiter auszubauen. Mal schauen. Gefallen ist was. Die 1 fällt auch. Jetzt ist die Frage, wo ist die 2? Die 2. Prima, liegt gut zur Mitteltasche. Stellung auf die 3 soll auch spielbar sein. Ja, das ist halt die Frage. Hat er einen Winkel hier? Ja, doch, einen Winkel hat er schon. Hier sieht man es. Okay, die 3 und wo liegt die 4?
Die gibt's immer. Die 5 liegt im Loch. Dann wäre dann die. Ja, nee, das ist die 4. Die 3. Oh. Ja, es ist ja kein TV-Satz. Man lässt sich immer mehr ein bisschen irritieren. Aber was ich fälschlicherweise als 2 angesehen habe, ist ja eigentlich die 4. Und die 4 beim TV-Satz, das wissen wir ja mittlerweile, ist pinkfarben. Sehr schön gespielt. Christoph im, also im, ja, Christoph Reinders im bisherigen Verlauf des Turnieres bisher wirklich sehr stark gespielt, also kaum mit Fehlern behaftet. Oh, da hat er aber ein bisschen Glück jetzt, ja. Da ist Glück. Ja, dass er so kollidiert ist, dass die 6 jetzt doch noch in die Mitteltasche passt. Und mit dem dazugehörigen Winkel, den er braucht, auf die 7. Da hat er schon ein bisschen Glück gehabt, aber manchmal ist das auch das Glück des Tüchtigen. Ah, da schon. Okay, dann hat er es besser gesehen wie ich. Aber klar, meinte. Ohne Zweifel spielt er auch das bei weitem bessere Billard wie ich. Fest war die. Und ja, einen Weg in der Tasche hat sie auch gefunden. Kontrolliert war es vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht entsprechend ist jetzt auch die Position auf die 7. Er hat Glück, dass er die 7 sieht, also hat er noch zumindest mal die Option, hier eine Safety für den Christoph Reinders zu hinterlassen. Aber ausschießen ist denn halt mal nicht. Also ist jetzt für ihn mal zunächst alles davon abhängig, dass er eine vernünftige Safety ablegt. Sieht schwierig aus, die ist auch bestimmt schwierig, aber ja. Es ist ein sehr dünner Ball. Die Entfernung macht sie nicht leichter. Man kann sie, man könnte sie spielen, ja, es ist halt, ja. Und der Christoph Reinders geht die an und wird belohnt. Die Position auf die 8 ist nicht ganz so ideal, ja, eigentlich überhaupt nicht. Aber er ist dran und sie ist lochbar. Und wenn er jetzt mit dem Tempo das Tempo richtig dosiert, dann hat er auch eine Position. Ist ein Tick zu weit, aber spielbar.
Ja, der Christoph Reinders zieht weiter davon. Jetzt in Führung mit 5:0 gegen den Mario Andrijevic. Die Safety bei der 6 war eine gute Idee. Hatte dann noch etwas Glück, ja. Nachdem Mario hier etwas dann Glück hatte mit der 6, die er dann, die dann glücklicherweise doch noch ein Loch fand. Aber die etwas missglückte Safety von dem Mario auf die 7. Schwerer Ball auf die 7. Stark gespielt. Stark gespielt bisher. Okay, Marian Dritschewitz hat geprägt. Gefallen ist, was weiterspielen darf er auch. Bloß ein Einsteiger. Der Einstiegsball ist das jetzt nicht gerade, das ist die Frage. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ja, da hält er den Kö hin. Das sollte er eigentlich nicht tun. Das ist. Okay. Gut, Ball in Hand für den Christoph Reinders. Offener Tisch. Probleme sind da offensichtlich keine. Die 3 liegt bei der 1. Die 4 liegt jeweils in der Kopfhälfte. Die 4 und die 5. Für die Ecktaschen. Setzt er tief an. Also Christoph Reinders, muss man feststellen, hat sich wirklich vorzüglich jetzt auf die Tische eingestellt, auf das Tempo. Hier und da war man noch ein kleiner Ausrutscher drin, aber so im Großen und Ganzen passt's. Jetzt einen leichten Rückläufer. Ja. Mit der 9 gebremst. Hat sich hier eine richtig gute Position für die Stellung auf die 8 erarbeitet. Spielt wirklich hervorragend. Ja, zieht es auf die andere Seite rüber. Ja, schön gespielt, konsequent, verdiente Führung mit 6:0, wird schwer, wird sehr schwer für den Mario Andrijevic hier noch einmal heranzukommen. Es wird gespielt auf 9 Gewinnspiele. Ist schon eine Hausnummer, eine 6:0 Führung. Aber
Billard hat uns schon oft genug gezeigt, dass viel machbar ist und noch lange nicht gewonnen, was gewonnen geglaubt schien. Es ist erst vorbei, wenn der letzte Ball gespielt. Alles klar. Tschüss, Arim. So, bei Christoph Reinders. Ich sehe es leider nicht von hier, ob die 1 trotzdem geht. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die ziemlich eng bei der 2 liegt. Oder ist das die 9 da unten? Moment, jetzt kann man gucken. Ja, die 1 liegt hier oben. Das ist die 9 da unten. Da ist es sich nicht sicher, ob er die 1 überhaupt auf Lochen spielen kann. Der kackt mit Kontakt mit dem Mittelschuss. Der war nicht gewollt, überhaupt nicht. Schade. Der macht ihm natürlich einen Strich durch die Rechnung jetzt hier. Ne? Das wäre, denke ich mal, ein gutes Safety geworden von dem Christoph. Aber etwas missglückt. Und das darf dann doch wohl nicht wahr sein. Das ist die zweite Kugel, die ihm abgeht in die Ecktasche. Naja, es hat aber nicht mehr ganz so diese glückliche Hand, ja. Gut, jetzt hat er halt ein Problem weniger, ne, mit Ball in Hand, die Position auf die 2. Ist da noch mein Vielfach ist einfach. Die Stellung auf die 3 schaue ich hier an. Da guckt er, der auch wirklich an der 8 vorbeipasst. Dann schaue er nochmal. Da ist es sich nicht ganz sicher, aber. Ja. Deutet er noch mal an hier, wo genau sie hin soll, wie sie laufen soll. Perfekt. Perfekt gestellt jetzt auf die 4. Ja. Läuft prima, wunderbar. Sehr schönes Tempogefühl mittlerweile. Also das hat der Christoph Reinders hier wirklich sehr gut jetzt umgesetzt hier. Die Geschwindigkeit vom, oder verinnerlicht die Geschwindigkeit vom Tisch, vom Tuch, vor allem von den Banden. Ja. Das sieht alles sehr gut aus. Der hat auch einen entsprechenden Winkel.
Da sich jetzt den Winkel nochmal genau angeschaut. Der Spiel hoch. Kurze Bande und rechts an der langen Bande entlang. Auf die 9. Oh, sehr schön. Und bekommt sie geschenkt hier. Bekommt die 9 geschenkt. Und weiter wird der Vorsprung von Christoph Reintjes ausgebaut. Jetzt nunmehr auf ein 7:0 gegen den Mario Andrijevic. Es ist wirklich, also für den Mario Andrijevic ist es wirklich sehr schwer, weil der Christoph Reintjes natürlich auch sehr stark spielt und den Mario natürlich auch hier einen gewissen Druck auf den Mario einen gewissen Druck ausübt, keine Fehler zu machen. Aber das sind bisher 9 so gut gelungen. Ne? Ich meine, zweimal der Pech gehabt, das in die Weise, einmal in die linke, in die rechte Ecktasche fiel. Stellungsfehler. Und der Christoph Reintjes nutzt halt konsequent seine Möglichkeiten, seine Chancen, die sich ihm bieten. Oh, das ist natürlich übel für den Mario Andrijevic. Ja, da steigt er gleich aus mit dem Push-Out. Also den hat er recht schnell gespielt. Das ist für mich irgendwo so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass er jetzt eigentlich innerlich schon fast mit dem Spiel fertig ist. Also eigentlich hat er es schon mehr oder weniger aufgegeben. Naja, sich gar nicht vergewissert, was ist mit der 1 dann machbar, wenn er die Weise eben hier ablegt. Das war jetzt irgendwie ein bisschen egal. Ach, ein starkes Ding von Christoph Reintjes. Ja. Liegt wohl etwas dicht bei der 2, aber Stellung auf die 3, die passt. Das ist fast etwas zu gerade, aber macht schon Spaß momentan, dem Christoph Reintjes hier zuzuschauen. Gell? Das Spiel wirklich ein solides, schönes Billard. Schaut sich auch wirklich dann jeden Ball anschließend an. Sehr kontrolliert. Da hat er, liegt er jetzt ein bisschen gerade. Ist das gerade? Ah, da. Schau, dass ich genau. Da hat er wohl ein bisschen Winkel. Für die Weise so nach rechts. Das hat er eben angedeutet mit dem Köhl. Oh. Ja. Gespannt, dass der geht die direkt an. Direkt? Nein. Nein. Oh. Ist das eine Safety? Ja, doch annähernd. Ja. Zumindest ist es so weit verdeckt, dass er nicht lochbar ist. Würde ich jetzt von ihr aus sagen, würde ich von der Perspektive, ja. Treffen, ja. Treffen ja, aber lochen nicht. Ich
hier jetzt eine vernünftige Sicherheit, ein Safe zu spielen, ist jetzt natürlich schwer. Ist schwer. Nur noch eine Kugel auf dem Tisch, hinter der man was verstecken könnte. Da probiert er das jetzt hier mit einem Jump. Ich glaube es ja nicht. Ja, tatsächlich. Er versucht die jetzt mit einem Jump direkt zu lochen. Ja, dieses Risiko, das er jetzt hier einging, wurde jetzt überhaupt nicht, wurde eher bestraft. Wäre denn besser gewesen, er hätte ja versucht, eine Sicherheit zu spielen. Okay. Da hat der Mario Andrićević sich auch ein bisschen Zeit gelassen mit seiner Entscheidung hier, dem Christoph Reinders die 9 zu schenken. Hat ihn fast ein bisschen irritiert hier. Ja, Glück, dass er nicht gerade noch gestoßen hat. Ne? Die Klapper hat verstoßen. Ja, aber ich denke, der Mario hätte dann klar gesagt, hey, ja, ich wollte sie dir eh schenken. Wie auch immer, aktueller Spielstand 8 zu 0 für den Christoph Reintjes gegen den Mario Andrićević. So, Christoph Reinders bei eigenem Break die Möglichkeit, diesen Satz für sich zu entscheiden und somit auch den Einzug ins Finale. Sein Break kommt gut. Die weiße Zentrale auf dem Tisch. Gut abgelegt. Einstiegsball hat er, eine Fortsetzung hat er eigentlich auch. Hat er auch. Die 3 ist auch. Ist alles spielbar. Ist alles spielbar. Sehr schön. Kommt sehr gut. Kommt wirklich sehr gut, ja. Ist ihm etwas zu kurz gelaufen. Da ist das Finn Winkel jetzt drin. Ah, das schaut er aber vielleicht nicht dann über die 7 hier, aber da was bewirken kann, dass er vielleicht mit der 7 bremsen kann, ne?
Herr Tobi, was meinst du? Will er mit der 7 bremsen? Mag er jetzt mit der 7 bremsen? Spielst du hoch? Der bremst mit der 7, siehst du? Ja, ich habe hier ein. Ja, top. Ich habe das bessere Bild wie ihr. Ja, ich habe hier einen altbekannten Veteran aus der Billardszene hier bei mir sitzen. Ein altgedienter Billardspieler. Einen altgedienten Billardspieler, den jeder kennt. Den Tobias Heuss. Aber Spaß beiseite. Ja, der Tobias Heuss und die Lebensgefährtin von Roman Hübler sitzen hier direkt vor der Sprecherkabine. Ja, ich habe gelästert gerade über dich. Ja, klar. Du bist der Veteran aus der Billardszene. Ja, und der Christoph Reinders spielt sich hier Ball für Ball ins Finale. Wow. Und jetzt schau dir die Cleverness an hier. Das ist so clever. Zu wissen, wie die Weiße hier dann über diese vier Banden hier runterläuft, das ist der Hammer. Und die 9 würde mir jetzt schenken. Okay. Na dann. Also reinmachen hier. Ganz starkes Spiel von Christoph Reinders. Und mit einem klaren Sieg von 9 zu 0 zieht er nun ins Finale ein. Und Finale wird er spielen gegen entweder Marco Dorenburg oder halt Roman Hübler. Die Partie läuft aber noch. Und wie es da jetzt steht, kann ich leider nicht einsehen. Und von daher müssen wir uns dann überraschen lassen. Wir sehen uns dann oder hören uns dann auch zum Finale wieder. Von den Nagoltal Open 2014.